Herzlich willkommen zur 77. Folge Simutrans. Wie man hier oben unschwer erkennen kann, habe ich abgegradet auf Version 122. Das hat wunderbar funktioniert. Und dementsprechend auch die Pack-Version auf 1.0. Neun Leute wollen über den KZB. Beziehungsweise neun Leute fliegen da jetzt gleich rüber. Das Einzige, was rausgeflogen ist durch das Upgrade, ist der oder ist die Möglichkeit, der Silo-Ware. Ich wüsste aber nicht, wo wir noch Silo-Ware hätten. Wo kommst du her? Obstmarkt Berlin. Obstmarkt Berlin. Kederzin Kotzler. Wo war Kotzler? War hier oben irgendwo, ne? Aber wo bekommst du die Textilien her? Nimmt hier irgendwer Textilien mit hin oder was? Das wäre nicht so ganz so förderlich. Hier wird Obst abgeliefert. Hier wird Obst abgeliefert. Wo ist denn der Markt von Dagobert? Da ist der Markt von Dagobert. Backwaren. Eier haben sie da. Textilien kommen. Ja, das große Problem mit den Textilien. Große Probleme mit den Textilien. Da haben wir eigentlich von der Produktion her zu wenig. Dafür, dass wir eigentlich relativ viele Textilien benötigen. Neu ist halt auch, dass man jetzt sieht, 52,5 Einheiten pro Minute produzierst du. Dabei brauchst du auch Wolle. Das könnte mal zur Schafschweine gehen. Die produziert 67,5 pro Minute. Statistiken, Produktionskennzahlen erhöht um. So, die kann jetzt halt auch alles klar. Das heißt, die Textilfabrik kann jetzt auch Sachen und sowas entgegennehmen. Das ist natürlich nicht schlecht. So, Eier kommen. Ja, waren glaube ich mal hier oben, ne? Genau, der Geflügelhof. Da liegen auch da Leute. Doch, hier ist Silo-Ware. Aber was sind die anderen? Das ist ein geteilter.
kannst du jetzt deutlich mehr Siloware mitnehmen. Siloware kommt doch von hier, ne? Also geht da jetzt deutlich, 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 deutlich mehr Siloware rein. Sehe ich das gerade richtig? Dann brauchen wir gar nicht mehr so viele Züge. Wenn da jetzt so viel reingeht, geht hier auch mehr rein? Ne, 264 Paletten. Warte mal. Silo, 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 Silo war. Ne, warte mal, hat man hier gehabt, ne? Also wir haben auf jeden Fall deutlich mehr Züge jetzt. Wir hatten vorher mal die hier gehabt. 60 Passagiere. Da gehen schon 68 rein. Höchstgeschwindigkeit 100 km/h. Und wenn die Post war mit 50 Säcken Post, da gehen 55 rein. Boah. Wir haben da immer die hier genommen, die nehmen 100 km/h. Wir haben jetzt hier schon welche, die machen 140 km/h. Oder 150 km/h. Das heißt, wir könnten theoretisch umbauen auf Schnellzüge, 120 km/h zum Beispiel. Sortiert nach Retire Date, Maximalgeschwindigkeit. 120. 68, 120. Das heißt, wir könnten tatsächlich alles umbauen. Weil wir haben natürlich auch das große Problem. Wo müssen wir hin? Da, hier oben nehmen. Okay, ich bin rausgetappt. Moment. So, wir haben nämlich da das große Problem, dass wir nämlich hier mittlerweile über 2.500 über 2.500 Säcke Post liegen haben. Das heißt, wir müssten so oder so sämtliche Linien umbauen. Nur da könnte es halt echt schwierig werden. Moin Dagobert! Aber damit haben wir jetzt natürlich deutlich, deutlich mehr Möglichkeiten. Haben wir Waggons? Was, warte mal, was haben wir? Ach, du ahnst es nicht. Okay. Jetzt wird gerade erstmal nicht langweilig, weil ich habe upgedatet. Deswegen, wir haben jetzt gerade deutlich, deutlich mehr Möglichkeiten. So, warte mal. Silo-Ware. Das heißt, da müssen wir jetzt auf jeden Fall reduzieren, weil. Ach, warte mal. Moment. Moment, 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 Moment. Tierfutter.
Das ist nämlich das Problem. Genau. Tierfutter. Pass auf. Das Problem ist, die Tierfutterzüge, diese hier, die Anhänger, die gibt es nicht mehr. Deswegen haben wir jetzt nämlich hier eine Möglichkeit, da 1232 Kubik. Das heißt, wir müssten da wahrscheinlich alle Züge runternehmen, weil so viel Tierfutter wir die jetzt machen. Aber wir dürfen es halt nicht verkaufen. Das ist jetzt schwierig. Das ist jetzt verdammt schwierig. Okay, pass auf, wir müssten eigentlich alle Packszüge umbauen. Alle. Alle Packs und alle Postzüge. Weil guck mal, was wir hier für Möglichkeiten haben. Wer schreibt mir denn jetzt? Ja. Ja. Wie geht man jetzt am besten vor? Der Zug kann eigentlich fast bleiben. So, wir haben da den schwarzen dran. Das müsste der hier sein. Der macht 100. Du machst aber 140. Du machst so 150. Was? Wir haben eine. Wir haben eine durchschnittliche Bahnsteiglänge hier von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das haben wir überall, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Das heißt also, die normalen Züge sind 7er Züge. 50, 50, 50. Passagierzüge. Sortiert nach Maximalgeschwindigkeit. So, das heißt, wir haben ja den jetzt hier. Nein, den hier. Dritte Klasse. 120,68. Haltelänge 7. So, das heißt, wir könnten das drauf machen. Das heißt, wir kriegen dann da eine Kapazität von 544 rein. Hier hätten wir 540. Auf eine Geschwindigkeit von 100. Hier hätten wir eine Geschwindigkeit von 120. Das macht eigentlich keinen großen Unterschied allerdings. Aber wir kriegen den Geschwindigkeitsbonus, den wir, wo sehen wir den? Listenverwaltung, Stadtliste, Warenliste. Bonuszug und Nutzer ausblenden. So, wir kriegen jetzt halt bei 82 km/h kriegen wir 10 Cent pro Passagier. Wir haben aber 100. Immer auch noch 10 Cent. Ah ne, warte mal, das ist.
Der Prozentbonus. Das ist nicht die Geschwindigkeit. 145 ist zu viel. 143. Zu viel. 141. So. Ne, wir wären ja bei 120. Es wären immer noch 10 Cent. Aktualisiert sich jetzt unten gar nicht mehr? Auf jeden Fall gibt es da einen Bonus. Ja. Wie viele Züge haben wir? Ich kaufe mal ganz kurz 20. Moment. Moment. Alter, sind die Kosten gestiegen. Unser normaler Wagen kostet sonst mal 2 Loks. Ja, die haben die Kosten aber ordentlich nach oben geschossen. Ein Zug kostet 1,2 Millionen. Holy moly. Alter. Das wird teuer. Aber ich sag mal so, wir machen gute 2,5 Millionen pro Monat. Das heißt, wir könnten uns pro Monat einen Zug leisten. Vielleicht zwei. Egal. Wir starten mal. So, wir fangen an mit Pax-Invicta nach Lemuria. Alle ausmustern. Starten. Starten. Zwei geile neue Züge drauf. Guck mal, die sehen schon echt nicht schlecht aus. Und man merkt halt den Unterschied. 120 km/h ist halt. Das ist halt schon eigentlich ein Riesenunterschied. 23 Cent pro Kilo. Moment. 17 Cent pro Kilo. Okay, ich dachte schon, das wäre noch mal richtig teurer geworden. Uhuhuhuhu. Uhuhuhuhu. Egal. Pumuckl. Pax Pumuckl. Also ausmustern. Starten. Starten. Pax Pumuckl. Red Rabbit. Also ausmustern. Starten. Red Rabbit. Starten. Und Tony. Pax Tony, also ausmustern, starten, starten. Alter Schwede. Aber die Züge sehen ja schon deutlich geiler aus, ne? Und damit können wir halt. Na guck mal, er muss schon immer abbremsen hier. Okay, pass auf. Pax Invicta, Pax Westmünsterland. Pax Westmünsterland, Bocholt. Alle ausmustern, starten. Pax Westmünsterland. Okay, der hat sich in Kotzler. Also ausmustern, starten.
Pax Sealand. Was ist das denn für ein Zug hier? Was haben wir da genommen? Die fährt schon 120. Sind das schon die Hechtwagen? Hechtwagen AB4 23A. Das sind die schon. Ach so, mit den 45ern. Stimmt, das sind die 45 Passagiere. Jetzt haben wir ja die 68er. Okay, das heißt. Tja, gehen wir da. Gehen wir da auch gleich auf die teuren Geschichten. Ich meine, was waren die jetzt? 23,05. 23,05 geteilt durch 0,1 wären 230 Leute. 64 haben sie jetzt im Moment. Egal. Bin dann richtig. Alle Ausmustern starten. Pax Astraros. Alle Ausmustern starten. Der Bauernhof kriegt nichts. Pax. Was ist das jetzt? Ein Dagobert Duckzop? Ja, was haben wir da drauf? Da haben wir zwei verschiedene drauf oder was? Oder täuscht das? Ich glaube, das täuscht. So, Dagobert bekommt auf jeden Fall auch wieder seine zwei drauf. Der Geflügelhof ist egal. Lyrei. Pax, Sealand, Lyrei. Ausmustern starten. Sealand, Torgrim. 50%ige Auslastung. Gibt es erstmal nur einen? Jahre. Pax, Jahre. Ausmustern. Da gibt es auch noch ein Passagiere. 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 Ne, es war jetzt Passagiere. Details. Preußischer Abteilwagen mit Bremser. Preußischer Abteilwagen. Okay, das ist einer mit Bremse und das andere ist einer ohne Bremse. Okay. Ich hätte eigentlich gedacht, das wären unterschiedlich, aber Post hätte auch genauso gut sein können. So, Pax. Hä? Sealand? Westmünsterland? Entwickler. Ja, stimmt, mehr haben wir gar nicht. Stimmt. Da war was. Mehr haben wir da tatsächlich nicht. Gut, die müssen jetzt eh erstmal alle dahin fahren. Also das heißt, es ist doch. Ach, Post. Verdammt, ja, Post. Sind schon hier echt gut. Gut voll, ne? Ja, wir machen erstmal Passagiere. Mehr können wir uns, glaube ich, eh erstmal nicht leisten. Und das ist ein guter Einwand. Wir haben ja hier noch mehr Linien.
KZBs. Wobei bei den KZBs, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15. Haben wir die alle auf 15 umgebaut? Glaube, die hätten mal alle auf 15 umgebaut gehabt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Ja, die waren alle auf 15. So, was können wir da Schönes basteln? Auf jeden Fall auch eine schöne Schnellzuglokomotive mit den dicken Dingern. Wie viel schafft die denn? Weil die hat ja eigentlich ordentlich Power, ne? Dreizehn. Da haben wir jetzt halt nichts, wo wir sagen könnten, das Ding fährt rückwärts. So hätten wir 13. So hätten wir 15. Kriegen wir da vielleicht noch einen ran? Da würde man noch einen ran bekommen. Kriegen wir noch einen ran? Nein, dann sind wir bei 16. Du wieder raus. Oh, das ist eine gute Idee. Geh doch mal weg. Stimmt. Wir können ja Doppeltraktion machen. Das sieht natürlich deutlich besser aus. Hoffe ich. So, das heißt, wir haben auch den KZBs. Na gut, das ist ein kleiner KZB. Da. 960. Und hätten mit den Wagen 1156. Kostet, Alter, 2,6 Millionen. 2,6 Millionen. Holy shit. Aber der Vorteil ist, mehr Kapazität, schneller. Das heißt, wir können wahrscheinlich da Züge runternehmen. Theoretisch. Aber das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und rein. Bis zum nächsten Mal. Opa und tschüss.